Es wird weiter fröhlich eingezogen in unser neues Stadtviertel und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei City Skylines. Wir möchten hier weiterbauen und was ich mir gerade so gedacht habe, ich werde mal hinten keine Ausweisung mit Hightech-Wohnhäusern machen. Es soll etwas ranzig aussehen, also ranzig klingt natürlich jetzt ganz schön übertrieben, aber so rausgeputzte Häuser wie da hinten eben, muss es nicht unbedingt geben. Heißt ja nicht, dass die schlecht aussehen müssen. Aber eben nicht so verdammt piekschick modern. Das können wir durchaus machen. Hier wird sogar schon ausgebaut. Und ich würde jetzt für den Anfang gar nicht weiter Gebiete ausweisen, sondern ich würde erstmal sagen, wir kümmern uns um die Versorgung, die Anbindung dazu. Wir haben jetzt schon was ausgewiesen, einen kleinen Kern. Und jetzt setzen wir einfach erstmal das ganze Gesundheitswesen drumherum. Und dann weisen wir erst weiter aus, ja, dieses mutierte Küken hier, das haben wir immer noch und das fällt mir irgendwie sofort ins Auge, weil es mir einfach einmal aufgefallen ist und dann bekommt man so ein Bild gar nicht mehr wieder heraus. Vielleicht seht ihr irgendwas anders, wenn wir zum Beispiel hier drauf schauen, dann könnte das durchaus eine andere Form ergeben. Eine Ente, oder? Also die Ente hier drüben aus Entenhausen, die auch so entstanden ist, ganz spontan, wo war sie denn nochmal? Hier, ne, hä? Ich finde unsere Ente nicht mehr. Wo ist der Bahnhof? Ach, das war ja mit den Gleisen, stimmt ja. Hier, unsere Ente, genau. Das war ja namensgebend für unser Stück hier. Und das war wirklich ganz spontan. Ich habe dann einfach drauf geschaut und so, oh, das ist ja eine Ente geworden. Und so kann man das eben auch hier drüben sehen. Das war zu weit. Tja, also was ich gerade gesehen habe, jetzt sehe ich es gar nicht mehr. Moment, was hatte ich offen? Gesundheitswesen? Ja, diese Form vielleicht etwas eckig hier hinten. Das ist der Schwanz einer Ente. Das ist der Brustkorb. Hier auch sehr spitz. Eine weibliche Ente. Und dann ist das hier der Kopf. Dann müsste das aber durchgehend sein. Und es hat eben noch einen ganz runden Schnabel. Ist eben noch ganz frisch auf der Welt. Hat aber schon einen ordentlichen Vorbau. Ja. Oder von hier aus. Boah, man kann da so viel hereininterpretieren, wie man es denn gerne hätte. Also, genug wieder in den Fantasien herumgesponnen. Feuerwehr, stimmt, wir haben hier drüben unsere Industrie, deswegen könnten wir mal wieder so ein dickes Feuerwehrhaus bauen. Das würde soweit alles abdecken. Dann würde ich sagen, bauen wir direkt hier eine Feuerwehr hin. Hier ist er auch fast schon Einfahrt Hauptstraße der Industrie. Und da bietet sich das ja durchaus an, da wirklich schon die Feuerwehr hinzusetzen. Da in der Ecke ist noch nicht wirklich was, aber wir wollen ja auch später hier weiterbauen. Eben genauso wie hier, mit Abgrenzung Gewerbe zu Wohngebieten und eben vielleicht auch ein paar Büros. Und deswegen würde ich hier noch gar nichts hinsetzen. Einfach mal schauen, was wir dann eben haben, wenn wir hier weiterbauen. Dann hätten wir schon mal das. Jetzt können wir auch nochmal ein Krankenhaus hier hinsetzen. Das würde ich eher weiter nach rechts ziehen, weil hier eher die Wohnungen sind, oder? Moment. Eher an diese Ecke, dann würde das vielleicht auch das hier mit abgrenzen. Das ist durchaus eine Überlegung wert. Aber wie weit würde das hier rübergehen? Ich setze mal kurz an. Ich will das noch im Blick haben. Setzen wir das Dingens hier an diese Straße, dann würde das wirklich bis rechts rübergehen. Klingt nicht verkehrt. Ich würde das Krankenhaus aber mal nahe der Auffahrt setzen. Genau, Abgrenzung ist vielleicht noch recht groß. Ich werde dann, glaube ich, ein paar Bäume um das Krankenhaus setzen, damit man eben noch halbwegs die Ruhe weg hat hier. Beim Krankenhaus will man nicht unbedingt den Lärm haben, aber es soll eben noch teilweise gut angebunden sein. Fürs Erste würde ich das so hinsetzen. Vielleicht werden wir noch eine extra Straße einführen, dass die einfach von hier rüber geht. Vielleicht eine Einbahnstraße, obwohl, das mache ich jetzt schon. Ich will das nicht unbedingt an einer dicken Straße haben. Eine Einbahnstraße soll es auf jeden Fall sein, denn es soll diesen Verkehr hier nicht weiter beeinflussen. Von daher, Einbahnstraße mit Bäumen. Ach, jetzt aufwerten, das will ich nicht. Dann gehe ich jetzt mal bis hier hin. Dann ein Stück gerade, wo das Krankenhaus platziert werden kann. Und dann wieder geschwungen hier raus. Genau. Ach, das wird schon ein schönes Eck hier hinten, was wir hier haben. Wie sieht der Übergang hier aus? Kann man durchaus so stehen lassen. Jetzt wird das Krankenhaus... was?
Ach, Budgetinformation, nee, ich wollte es bloß versetzen, nämlich an diese Seite. Jetzt steht es nicht mehr direkt hier an der dicken Straße, dennoch sehr gut angebunden. Haben wir hier eine Ampel? Moment. Da haben wir keine Ampel, das ist gut. Jetzt haben wir hier eine direkte Anbindung, aber wir können hier noch ein paar Bäume hinsetzen. Hier hinten eben vielleicht auch ein Park. Und die Autobahn dürfte dann eben für diese Distanzen hier noch weit genug weg sein. Man sieht sogar von der Autobahn, da ist ein Krankenhaus. Und Leute, die vielleicht von außerhalb kommen, jemanden besuchen wollen, die sehen dann schon auf der Autobahn, ah, das ist das Krankenhaus, da müssen wir hin. Dann biegen wir hier ab, zweimal rechts und schon sind wir da. Dann könnten wir hier noch ein paar Parkplätze hinsetzen, hier wirklich ein paar Parks hinbauen. Oh Mann, ich stelle mir das schon wieder so schön vor, aber das ist auch so toll, Mann. Ich bin mal wieder oder immer noch begeistert von diesem Spiel. Weit über 125 Folgen, na gut, weit ist etwas übertrieben, 130. Folge. Oder? Na, auf jeden Fall nah dran oder eben genau gerade die 130. Ist ja auch egal. So, hätten wir das. Jetzt haben wir da eben noch keinen Strom, deswegen ist gerade keine Anbindung zu sehen. Wo wäre Strom? Wir könnten ja schon mal ein paar Parkplätze bauen, dann müssten wir nicht warten, bis hier, wenn wir das ausweisen, jemand einzieht. Von daher schauen wir einfach mal. Haben wir hier schon Parkplätze? Nee, das waren Felder. Felder. Spiralpark, aber eben ohne Parkplatz. Auch ein Park. Parkplätze, aber noch 4x1. Nee, ist mir zu klein. Eher das, was wir drüben haben. Das wäre aber ohne Gebäume, oder? Nee, doch mit Bäumen. Ja, warum nicht? Das haben wir auch schon teilweise drüben bei unserem Strandsee stehen. Bis da wieder nicht ran, weil die Straße schon zu sehr gebogen ist. Gut, dann würde ich sagen, hier zwei dicke Parkplätze nebeneinander. Und hier vielleicht ein paar kleinere. Obwohl, hier geht schon so einer ran. Das ist nicht übertrieben, was ich mache. Das muss so. Denn man will ja auch gut einfach zum Krankenhaus kommen. Und mehr Parkplätze können einfach nicht schaden, denn hier kommen Leute, die arbeiten oder die generell ihre Leute, die im Krankenhaus liegen, besuchen wollen, vorbei. Und dann fahren ja auch noch Rettungskräfte. Gut, die parken nicht hier drüben, die parken dann eher hinten irgendwo oder im Krankenhaus. Aber das ist eben mein Gedankengang und da können eben schon einige parken. Jetzt haben wir vielleicht noch ein paar kleinere. Vielleicht 4x1. Jawohl, so ein Parkhaus wäre auch noch nicht schlecht. Das würde ich aber eher hinten hinsetzen, weil das sieht nicht ganz so schön aus, dieser Betonklotz. Das nutzen die einfach hier, wer will, und dann laufen die hier rüber. Und dann können wir hier überall noch Bäume und Parks hinsetzen. Das dürfte dann schon meines Erachtens reichen. Aber ich schaue nochmal kurz bei 4x1 Parkplätzen vorbei. Bei dem 4x1 Parkplatz, den könnten wir noch hier hinsetzen. So. Hier auch noch. Da nicht mehr. Aber wir könnten das Ganze vielleicht noch hier in der Kurve unterbringen. Nein, ist schon zu sehr geschlungen. Gut, dann lassen wir das soweit. Wie sieht das jetzt aus? Da sind jetzt keine Bäume entstanden. Also zumindest diese kleine Mod. Objektmod, die hat keine Bäume, aber wir können dem Ganzen ja mal wieder etwas nachhelfen. Wir hatten ja die ganzen Erlen, ne? Oder wollen wir eine Eiche setzen? Obwohl, die sind gar nicht so groß. Eichen sind ja eigentlich ganz schön groß, aber hier im Spiel gar nicht so. Dann würde ich sagen, werden wir weiter mit unseren Erlen bauen. Kommt hier ein dicker Baum hin. Dann das können wir durchaus, hier das könnte man als Überfahrt werden. Dann lasse ich hier mal etwas Platz, weil das sieht dann wieder vielleicht zu künstlich aus, wenn hier alles drumherum ist. Deswegen da nochmal weg. Ja, jetzt gehe ich aber sehr ins Detail. Da kommt ein Baum hin. Hier an die Seite wäre nicht schlecht, aber dazwischen passt kein Baum mehr. Setze ich mal hier noch ein paar Bäume, damit das nicht so auffällt, dass ich hier irgendwas gemacht habe. So, hier können noch ein paar Bäume dazwischen. Hier ist Staub beim Bäume pflanzen. So, hier dazwischen geht nichts mehr. Da könnten wir noch einen Baum hinsetzen. Die wären vielleicht zu nah beieinander. Und dann sieht das hier wieder schon recht schick aus. Hier drumherum noch ein paar, damit man nicht denkt, ah, die Bäume gehören zu diesem Parkplatz wirklich dazu. Nö, die haben sich da einfach niedergelassen. Deswegen auch teilweise mal direkt nebeneinander mehrere Bäume, damit man auch denkt, ja, das hat die Natur so gebracht. Genau. Das erstmal fürs Erste.
Ja, die Bäume unterscheiden sich schon. Die wir hier am... Ah, das sind andere, ne? Oh, verdammt groß die sind. Ach, das sind solche hier. Das sind kleine Buchen. Dann setzen wir nochmal ein paar Buchen daneben. Damit das eben nicht so stark auffällt. Das ist einfach eine Mischung. Es wachsen ja nicht nur immer dieselbe Baumsorte an einem Fleck. Es ist ja auch gemischt. Und so wollen wir das auch einfach mal hier haben. Jetzt schauen wir hier rein. Da sieht man durchaus einen Unterschied. Genau. Schick. Okay, Krankenhaus hätten wir gesetzt. Wir wollen ja erstmal die Dienstleistung machen. Gesundheitswesen haben wir. Jetzt vielleicht noch einen Friedhof direkt neben das Krankenhaus. Hätte man den Weg nicht so weit, ne? Oh, es ist wieder makaber. Aber Friedhof werde ich mal hier hinten hinsetzen, ans Wasser. Ist, glaube ich, ganz schön. Hier fahre ich unbedingt Schiffe lang und dann hat man hier eine ganz nette Anbindung. Hier will nirgendwo einer hin. Hier war gerade was grün, aber wo genau? War das auf der Seite? Warum will der hier keinen Friedhof hinhaben? Es ist so sehr geschwungen, ja, aber hier war doch gerade was grün, oder? Hier wäre es möglich, hier war... Da. Es wäre noch weit genug weg vom Krankenhaus. Gut, Autobahn ist jetzt vielleicht nicht so schön für die letzte Ruhe. Finde ich aber gerade uncool. Hier ist eine gerade Stelle. Ach so, das Gefälle zu steil. Sehe ich das erst. Ist ja immer ein Hinweis gegeben, warum das hier nicht funktioniert. Und da ist einfach der Abgang zu stark. Okay, kann ich verstehen. Aber wohin sonst? Vielleicht hier irgendwo in die Mitte da. Autobahn ist weit genug weg. Deswegen kommt hier einfach ein Friedhof hin. Hat das Ding jetzt drüben Strom? Ja, es ist verbunden. Wenn auch nur marginal. Aber das reicht eben schon, um dieses Krankenhaus wirklich... unterhalten zu können. Na, es deckt hier nicht ganz alles ab, aber die könnten dann eben auch zur Not selbst dahin fahren. Dann würde ich sagen, kommt hier hinten an die Ecke noch eine Arztpraxis hin. So, schwuppdiwupp, da sind wir noch nicht abgedeckt, aber dann kann ja hinten später vielleicht noch ein anderes Krankenhaus oder eben vermehrt ein paar Arztpraxen hinkommen. Das würde soweit reichen, wie ich finde. Das kann man durchaus auch mit dem Auto überbrücken. Dann die Leichenentsorgung. Setze ich einfach mal spontan hier eins hin. Es können ja auch durchaus Leute im Industriegebiet umkommen. Dann nutze ich einfach mal diese Ecke da, wenn dann später da auch Gebäude entstehen sollen. Gewerbe-Industriegebäude. Hier oben vielleicht noch. Ja, komm. Da an die Ecke kommt auch noch ein Krematorium. Dann passt das soweit auch wieder. Jetzt noch eine Polizeistation. Eine dicke möchte ich da gerne haben. Hauptstraße ist das hier. Das wäre Industrie. Deswegen würde ich unsere Polizeistation gerne hier an dieser Ecke haben. Würde das von der Abdeckung her soweit passen? Ja, sieht wieder viel weiter aus, als dass es letztendlich werden wird. Wir können mal schauen, wenn ich das hier hinsetze. Ah, sehe ich ja nicht alles. Wenn ich es da hinsetze, geht das, sagen wir mal, bis dahin. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. So. Jetzt muss die noch in Betrieb genommen werden. Na wo, es geht wirklich bis da hinten hin. Ich hätte schon gedacht, das Krankenhaus wäre ein Stück weiter gegangen. Aber war dann wohl doch nicht so. Ja klar, die haben noch keinen Strom da hinten, aber das kommt dann eben mit der Zeit. Obwohl, haben wir schon ausgewiesen? Ja, aber die müssen wirklich erstmal dahin. Dann würde ich sagen, tricksen wir etwas, in der Hoffnung, dass die auch wirklich bald da reinkommen. Nehme ich den mal das hier weg, dann kommt da wieder Gewerbe hin. So. Und das Ganze auch nochmal hier. So. Gewerbe, die Nachfrage ist deutlich höher, deswegen werden hier bald Gebäude sein. Und dann sind die auch hier mit dem Stromnetz verbunden. Genau, also ich schätze mal, bis Folgenende sind da welche. Und ich werde mich erstmal weiter um die Stadt kümmern. Also... Das ist der Feuerschutz, haben wir schon, das passt soweit. Polizei. Warum? Warum haben wir jetzt keine... Ja, seltsam, also hier haben wir überall die Anbindung. Die Markierung fällt mir gerade.
Was habe ich denn da hingesetzt? Upsi. Ja, 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 ja. Wie unaufmerksam man sein kann. Ach Gott, ach Gott. So schon eher, genau. Einfach mal wieder verwechselt. Eiskalt. So, da ist unsere Feuerwehr, die hat noch keine Anbindung. Deswegen ist die Feuergefahr hier auch gerade sehr hoch. Das hätten wir soweit. Ich schau mal kurz. Wir haben hier drüben ja schon ein paar Gebäude stehen. Wo gab es hier hinten nochmal Erz? Ich will wieder etwas tricksen. Da gab es kein Erz, deswegen... Ah, Gewerbegebiete nahe dem Krankenhaus sind ja immer nicht Verkehr. Dann kann man eben schnell den Liebsten einfach mal was kaufen. Deswegen würde ich sagen, setzen wir hier einfach mal Gewerbe hin. Die werden dann einfach zur Überbrückung dienen. So, das ist ja auch noch Gewerbe. Damit die den Weg hier nicht so weit haben. Keinen langen Weg. So. Haben wir hier drüben jetzt schon Gewerbe? Na doch, da schon. Aber die Brücke hier fehlt noch, ne? Ja. Kommt aber bald, dann dürften wir dann hier auch eine Brücke haben. Ich habe jetzt da ausgewiesen bis hierhin, das reicht aber noch nicht. Dann müssten wir da wirklich schon weiter Industrie ansetzen. Aber die sind noch nicht mal da eingezogen, aber die Hoffnung besteht durchaus. Oder ich helfe dann einfach mal vorübergehend mit ein paar Stromtrassen. Ist ja auch nicht verkehrt und dafür sind die Dinge auch einfach da. Oder ich setze einfach diese unterirdischen Kabel, kann man natürlich auch machen. Von daher mache ich es einfach mal so, dass wir jetzt hier was hinsetzen. Ja, da zieht schon der erste ein. Hätten wir das auf jeden Fall schon mal angebunden und alle sind ganz gut versorgt und eben auch beruhigt, dass hier, wenn ein Feuer ausbricht, sofort die Feuerwehr ausrücken kann. So, also, das haben wir. Das haben wir jetzt auch nochmal einen kleinen Fehlgriff. Ja, die Polizei meine ich damit und jetzt noch Schulen. Schulen wären nicht verkehrt. Da haben wir jetzt schon ein Krematorium. Ne, das war doch hier oben an der Ecke. Da war das, okay. Das Krematorium kann dann gleich... Boah, aber der Gedanke... Hatte ich ja schon mal, den Gedanken. Den Friedhof als Schulgarten zu nutzen. Ja, der war mal hinten in unserer Vorstadt. Ganz da hinten, wo ich gerade mit der Maus hinzeige. Ganz hinten. Das muss ich aber nicht nochmal wiederholen. Mehrmals zieht der Witz einfach nicht. Wenn es überhaupt witzig ist. Dann kommt da eine Schule hin. Die freuen sich schon mal. Abdeckung ist soweit auch da. Die bräuchten noch so eine Schule. Die kommt hier hin. Weniger Gewerbegebiet, ne? Ja, der Lärm dürfte auch nicht so groß sein von unserer Industrie hinten. So, das hätten wir auch. Hier drüben brauchen wir ja an sich nichts. Hier hinten wäre nochmal die Grundschule vonnöten. Nicht unbedingt direkt auf der Autobahnseite. Dahin. Ah, da haben sie doch noch ihren Schulgarten. Wunderbar. Können wir ja später noch einen Weg hier anlegen, direkt hier rüber. Das mache ich sogar mal spontan. Schulgarten 2.0. So. Kurve bitte. Ich hoffe, die nutzen den Weg hier rüber. Da müssen die kleinen Kinder sich eben hier die Schuhchen dreckig machen. Um eben auch in den Schulgarten zu kommen. Ich bin aber auch gemein und unsere Einwohnerzahl steigt weiter stetig. Oh, hier ist auch ganz schön was entstanden. Das ist schon nicht schlecht. Und eben kein Hightech, das will ich hier vermeiden. Und welche Stufe haben die? Lasst mal sehen. Ja, vorletzte Stufe erreichen die gerade. Nicht schlecht. Da ist die Frage, wenn wir hier Bildung hinsetzen, brauchen die noch eine Universität? Die nächste Universität ist ganz schön, gar nicht so weit weg. Die könnten dann hier irgendwie mit dem Bus rüberfahren. Da will ich gar nicht unbedingt hier noch eine hinsetzen, obwohl, vielleicht hier hinten. Na mal schauen, das kommt ja erst später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Ecke hier hinten. Das passt soweit. Transportwesen, da will ich erst nochmal ein paar Straßen bauen. Ist die Frage, will ich hier noch weiter was setzen? Na, das werde ich mir alles noch überlegen, aber ich kann ja schon mal wieder ein paar Gebiete zuweisen. Die sollen da am Wasser leben. Deswegen kommen hier wieder Wohnungen hin. So, da ist Brücke, da geht nichts. Dann hier wieder. Die Kurve nehmen wir noch mit. So. Dazwischen wieder etwas Gewerbe, wenn sie einkaufen gehen wollen.
und dann hinten wieder eher Wohnung nutzen, denn das Gewerbe soll mir vorrangig dazu dienen, die Industrie eben von den Wohngebieten abzutrennen. So, dann hätten wir hier wieder was getan. Was wir natürlich noch brauchen, sind Parks. Die sollte ich vielleicht, bevor ich hier weitermache, setzen. Das dann aber erst in der nächsten Folge. Also nächste Folge werden wir anfangen mit Parks, denn aktuell stehen hier eben schon ein paar Gebäude und die will ich ungern wieder abreißen. Deswegen wollte ich mich ja mit dem Zuweisen noch etwas zurückhalten. Ah, das kommt noch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.